willkommen zum Ingenia Lounge Talk mit Ingo Enzgat nach der 80-82 Niederlage leider Gottes der Crailsheim Merlins. Das Spiel war heute definitiv nichts für schwache Nerven. Ingo, was machen deine Nerven und wie fällt dein Fazit zum Spiel aus heute? Ich glaube, das Fazit kann ich jetzt die letzten drei Spiele immer wiederholen. Die Mannschaft kämpft super. Ich bin sehr zufrieden damit, wie wir uns präsentieren. Uns fehlt am Ende halt zum Teil ein bisschen die Erfahrung, die Abgeklärtheit in einigen Situationen. Zum anderen vielleicht schieben wir es auch einfach mal ein bisschen auf Glück, dass der letzte Wurf bei uns mal nicht reinfällt. Aber im Endeffekt muss man sich immer an die eigene Nase fassen. Wir machen halt kleine Fehler in der Schlussphase, die werden bestraft. Ich möchte aber ganz klar auch nochmal an jeden von euch sagen, da kommen die Jungs jetzt gerade. Ich finde, das ist sensationell, wie die sich entwickelt haben. Kompliment an die Mannschaft, wie die kämpft und wie die sich für euch den Allerwertesten aufreißt. Das hört sich jetzt so ein bisschen an wie eine Floskel, weil das natürlich nach einer Niederlage immer schwer ist zu sagen. Aber ich bin stolz drauf, dass ich der Trainer von der Mannschaft bin und ich wünsche niemandem mehr als den Jungs, dass sie ihren nächsten Sieg irgendwann holen. Irgendwann ist falsch, möglichst bald. Nächste Woche in Ulm wäre die Gelegenheit am 31. Dort ist das nächste Auswärtsspiel der Merlins. Dann am 14.2. gegen Tübingen. Du sprachst es an, es macht Spaß, die Mannschaft zu trainieren. Ich glaube, wir können auch sagen, es macht echt Spaß, auch der Mannschaft zuzuschauen, sie kämpft. Jetzt aber die Frage, wie baut man die Mannschaft nach so einer Niederlage wieder auf? Es ist ja nicht die erste, wie du gesagt hast, die so knapp ausfällt. Wir werden nichts anderes machen als in den letzten Wochen. Also die Mannschaft muss nicht groß aufgebaut werden. Die sind jede Woche im Training voll bei der Sache. Das hört sich ein bisschen komisch an, wenn man auf dem letzten Platz steht, aber die arbeiten im Training wie die Wilden und wir haben eine unglaublich positive Stimmung in der Mannschaft. Also da ist kein Stinkstiefel dabei, keiner, der den Kopf hängen lässt. Die werden Montag wieder beim Training sein und werden dafür sorgen, dass sie besser werden. Deswegen, wir werden einfach so weitermachen und schauen, was dann am nächsten Wochenende in Ulm passiert. Also ist der Merlin Spirit mittlerweile auf die komplette Mannschaft übergegangen? Du musst nur ja sagen jetzt. Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Lass uns einen Blick eher zurückwerfen. Chad Timberlake verletzt. Was hat er genau? Chad hat noch Probleme im Fuß. Hat da halt eine leichte Stauchung, leichte Dehnung drin. Es wird wahrscheinlich noch 1 bis 2 Wochen dauern. Wir hoffen einfach, dass er möglichst bald wieder fit ist. Sehen uns aber parallel auch noch gleichzeitig auf dem Markt um, ob wir noch eine Ergänzung vielleicht vornehmen können. Wir können noch eine Ergänzung in dieser Saison machen bis Ende Februar. Schauen da einfach, wie der Markt ist und ob der richtige Spieler für uns noch dabei ist. Also weiterhin halten die Merlins die Augen auf nach dem richtigen Spiel, nach einem wichtigen Spieler für die Mannschaft. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Bleiben Sie noch ein bisschen hier bei Engelbier und Häkele Catering gibt gutes Essen. Wir sehen uns wieder am 14. Februar. Schön, dass Sie da waren, schön, dass Sie mitgemacht haben. Vielen Dank. Danke euch.